Moin Leute, ich heiße nicht nur Brokkoli, sondern euch auch ganz herzlich willkommen zu Wallworld. Also eher ein Willkommen zurück, denn ich habe bereits ein Angespielt zu Wallworld gemacht und euch gezeigt, was das Spiel so kann. Mittlerweile habe ich so an die 15 Spielstunden in dem Game und es wird Zeit, die Story zu Ende zu bringen. Wir gehen gleich kurz rein ins Game. Ich zeige euch so ein bisschen, was ich bisher alles freigeschaltet habe, freigespielt habe, was ich für Upgrades bekommen habe. Und dann zocken wir das Game einfach zu Ende und ich zeige euch, was die Story am Ende zu zeigen hat. Die Story wird auch demnächst noch weitergehen. Es sind DLCs in Arbeit. Der Preis wird demnächst wahrscheinlich auch nach oben angepasst. Also wer möchte oder wer das Spiel geil findet und das jetzt noch für einen knappen Fünfer haben möchte, der sollte auf jeden Fall in nächster Zeit zuschlagen, bevor der Preis nach oben geschraubt wird. So, wir springen jetzt rein ins Game und dann zeige ich euch da mal ein bisschen alles. In dem Sinne rüber ins Game. So, und da sind wir schon bereits im Hauptmenü von Wallworld. Hier seht ihr die drei Profile. Ich habe nur eins. Ich brauche ja nur eins. Ich bin ja nur ein Spieler. In dem Sinne, wir gehen einfach mal da drauf. Und das hier sind meine ganzen permanenten Upgrades, die ich habe. Also ich habe eigentlich hier auf der ersten Seite alles auf der höchsten Stufe, was man haben kann. Ich habe auch noch fast 250.000 von diesen Glitzersteinchen für Upgrades. Auf der zweiten Seite fehlen mir noch ein paar Sachen. Überall, wo hier zum Beispiel klassifiziert steht bei nächstes Level, weiß ich, es gibt noch eine Blaupause zu finden. Ist wichtig für ein Achievement. Allerdings ist das jetzt nicht wichtig, um in der Story weiter voranzukommen. Wir haben 5 grüne Kryptoschlüssel, Obsidianschlüssel oder wie man sie auch immer nennen möchte. Und man braucht nämlich 5, um die Story zu beenden. Ich hatte eine ganze Zeit lang nur 3. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht und jetzt habe ich endlich 5 und wir drücken einfach mal auf Spielen und springen einfach mal rein und dann zeige ich euch das Ende von Wallworld. Edelsteine, Glitzersteine und sowas, die sammeln wir nach wie vor ein, ne? Klar. Hello, I like money. Und wir haben natürlich einen deutlich größeren Rucksack. Einen deutlich größeren Staubsauger-Rucksack. Und der Bohrer ist auch deutlich, deutlich stärker. Also, das ist halt richtig geil. So, dann gehen wir mal hier, nehmen wir das mal. Alles irgendwie versuche ich mal mitzunehmen hier, weil ich möchte natürlich so wenig wie möglich hier meine Zeit in der Mine verbringen. Dieses Ding ist so eine Anomalie, da kriege ich jetzt ein bestimmtes Teil freigeschaltet, das ist immer random, ein Ressourcenradar. Das ist ganz geil, das nehmen wir mit. Und jetzt nehme ich natürlich hier noch den Rest mit. Ihr seht diese kleine Druckwelle, die ganze Zeit ausgeht von der Spinne. Das ist so ein Ding, was die ganze Zeit kontinuierlich Steine beschädigt. Dieser Blitz, der mich die ganze Zeit ja ein bisschen gesäppt hat, der verstärkt halt meine Bohrfähigkeiten, solange ich in der Reichweite bin und macht mich auch ein bisschen schneller. Und jetzt, wenn man hier in so eine Mine reingeht, schießt meine Spinne auch am Anfang eine Rakete los. Das ist halt auch einfach ein Upgrade von diesen permanenten Dingern. Und ja, ihr seht schon, diese Druckwelle macht ordentlich Arbeit. Jetzt die 3/4 der Mine ist einfach schon abgebaut, ohne dass ich nur einen Fuß reingesetzt habe. Erstmal alles hier noch wieder aufsammeln. Wir müssen eventuell zwischendurch auch mal nochmal runterklettern. Mit der Spinne. Also mit der Spinne die Wand einfach nochmal runterklettern, wenn wir nicht die richtigen Ressourcen bekommen. Weil jedes Mal, wenn man durch so eine Wolkendecke bricht, kommen halt Gegner und wollen dann natürlich aufhalten, ist ja klar. Ich habe mittlerweile so Krallen an meiner Spinne dran, dass ich halt auch einfach über die Gegner drüber laufen kann. Aber ich sag mal, das ist ja auch ja am Anfang vielleicht ganz nett, aber irgendwann werden die Gegner doch einfach so stark, da möchte man sich dann nicht unbedingt nur noch darauf verlassen können, sondern da möchte man dann vielleicht auch eine krasse Waffe haben einfach. Ich habe natürlich immer noch meine Rakete. Ich habe meine MG, mit der ich ordentlich Damage machen kann. Die Hintergründe sehen einfach immer noch richtig toll aus im Spiel, ne? Also die Backgrounds, wenn man hier hochklettert. Also da muss irgendwas Massives in dieser Wand stecken. Ich wüsste gerne, was es ist. Aber das wird ja die Story, denke ich, irgendwann nur noch zeigen. Ach, wenn die nicht einfach alle sich verpieseln, die ganzen blöden Fliegeviecher. Fliegviecher mochte ich in Domekeeper schon nicht. So, haben wir das alles weggemacht. Jetzt kennt ihr ja die Basics. Dann gibt's jetzt eine kleine Montage, bevor wir Wallworld beenden. Viel Spaß und gut Kick. So, alles einsaugen hier. Da ist ein Chip-Upgrade, das ist ein Upgrade für im Run. Wir holen uns mehr Bohreffizienz.
holen uns mehr Geschwindigkeit in der Mine und dann haben wir eigentlich schon echt viel geupgradet. Die kann ich einfach alle überrennen. Das ist so geil mit den Klauen. Zack, zack, zack. Einfach alle überrannt. Wenn er jetzt den. Weiter geht's. Ich habe kein Leben verloren. Nur mein Schild war fast kaputt. Aber das ist nicht so schlimm. Hier ist noch mehr Obsidian drin. Gibt's denn das? Und das ist bisher noch nicht. Bitte den Laser. Ja, das Lasermaschinengewehr. So, mein Schild ist leider. Ach ne, mein Schild ist noch nicht weg. So, zweiten Boss auch überstanden. Und jetzt klettern wir hoch und wir begeben uns ins Ende von Wall World. Denn wir haben alle 5 Obsidian-Schlüssel. Und jetzt geht es dem Tentakel-Riesenviech an den Kragen. Und zwar müssen wir nichts machen. Denn es passiert jetzt Folgendes: Wir aktivieren das riesengroße Lasergewehr und frittieren einfach das Auge des Tentakelodons. Und das war's. Da ist der Tentakeludon einfach weg. Und wir mussten halt diese 5 Dinger finden, damit wir einfach herausfinden können, was befindet sich oben auf der Wall World überhaupt. Und naja, ihr seht es. Es ist eine ganz normale Oberfläche. Und dieses Tentakelvieh hat scheinbar einfach nur diese Oberfläche bewacht. Und das war Wall World. Entwickelt und gepublished von Alava Entertainment. Also das Spiel kam für mich echt aus dem Nichts. Ich habe es in meinen Steam Next Fest Favoriten vorgestellt. Dann wurde es einfach veröffentlicht für 5 Euro. Ich habe es jetzt gespielt. Ich bin jetzt knappe 15 Stunden drin und habe es jetzt durch und bin hellauf begeistert. Jedes Mal hatte ich Lust, neu in diese Runde reinzustarten, einen neuen Run zu machen und einfach zu gucken, was mich diesmal erwartet. Ich hoffe, diese Folge von Brokkoli zockt hat euch gefallen zu Wall World. Wir konnten jetzt alle gemeinsam das Ende sehen und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt auf noch ein bisschen mehr Wall World Content oder Domekeeper Content, für Domekeeper habe ich eine ganze Playlist, die wird auch hier unten in der Videobeschreibung drin verlinkt sein. Und zu Wall World, wie gesagt, habe ich jetzt 2 Videos gemacht. Wenn der DLC kommt und ihr da Bock drauf habt, haut mir das unten in die Kommentare, dann mache ich da auf jeden Fall auch Content zu. In dem Sinne, macht's gut, gehabt euch wohl und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn ich einem guten Freund von mir ins Gesicht schieße. Macht's gut, bis dahin und ciao, ciao. Hallo! Ja? Wollen wir uns gegenseitig ins Gesicht schießen? Ja, klar, ja. Leg los. Alles klar, los geht's!